sind wir live. Wir sind live. So, schönen guten Abend. Hallo zusammen zum Ostkurf-Geflüster-Vorbericht. SV Eintracht Trainer 5 gehen die Spielvereinigung, gell? Ja, Querschied, genau. Querschied. Aus dem schönen Saarland. Aus dem schönen Saarland? Genau. Ja, jo. Ja. Voilà. Boah. Ich kann die Mannschaft gar nicht einschätzen. Sie haben zwar gegen Lautern jetzt 1-0 gewonnen und in Worms 0-0 gespielt. Ja, was schließen wir draus? Nicht gut bespielbar, oder? Es ist sowieso viele Mannschaften, die hier hinkommen. Wo wir gespielt haben, gute Ergebnisse im Vorfeld, aber im Endeffekt müssen wir unser Spiel spielen. Ne? Ich erwarte eigentlich nochmal eine Defensivmannschaft. Wer war da noch so defensiv? Warum Holder? Nee, Holder war nicht, ne? Sie waren eigentlich für mich außer Rot-Weiß Koblenz all defensiv. Mohrlauter war das, ja. Mohrlauter war ja bis zu 70. Minute, sag ich mal, so defensiv und da kam es, ne? Also bitte, ich weiß nicht, wir werden uns überraschen lassen. Wir müssen sie wahrscheinlich so einkreisen, ne, wie die Römer früher. Ne? Ja gut, sie haben ja auch bei Kosmos das Spiel so gestaltet, dass sie sich erstmal nicht haben verunsichern lassen durch die rote Karte. Ja. Der vermeintliche Vorteil war gerade kein Vorteil, aber der Lattenunterknaller war auch kein Tor, okay, aber im Endeffekt haben sie sich nachher alles zurechtgelegt und haben 4 Tore geschossen. Ja, wir müssen uns, also, wie du es gerade sagst, gehe ich da zurechtlegen, wie die guten Bayern heute Abend, die Leverkusen, ne? Das sehen wir mal später, die werden die wahrscheinlich auch alles so schön so zurechtlegen. Ja. Vielleicht kannst du mal einen mal gezeichnet auf Fuß erfüllen. Ne? Ich finde eben heute irgendwie unsere Captain wird ja wahrscheinlich nicht spielen. Ist immer? Nee. Der Maurer spielt nicht, nee. Oder mich haben wir schon nicht mal auf der Bank. Nee. Nicht mal auf der Bank, nee. Okay. Er wird geschont. Dann heißt Mittwoch. Also Innenverteidiger haben wir dann die Spangi und ein Taya Paran, oder? Ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und der Riesen und Jörn, die Sturm. Okay. Ist Kinschi dabei? Boah, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Wir haben eben schon eine Ausstellung gesehen, also... Der Neue sitzt auf der Bank. Ich bin mal froh, dass ich den sehe. Ja, den siehst du bestimmt. Nein, im Spiel. Ach so, ja. Ja, ja. Ja. Ja, der muss ja mal zeigen, was er kann, oder? Ja, so wie wie Thomas Glasen gesagt hat, wäre noch nicht ganz so weit. Ja. Ne? Werden wir mal sehen, schauen wir mal. Die Frage ist eben, wir sind mittlerweile so bei diesem Format 10 von 10, 11 von 11. Machen wir heute 11 von 11, ne? Ja, ich bitte darum. Ja, ich bitte auch darum. Was schätzt man denn jetzt, wie die Zuschauer da sind an einem schönen Freitagabend? Ich hoffe, da wird da immer noch 3000 Leute kommen. Wenn nicht, dann wann heute? Ja, Bayern spielen, weiß ich ja. Och, also ich denke mal einfach, im Regionalliga-Fußball hat jetzt irgendwie Bundesligist auch keine, egal wie heißen. Ja gut, damit kein Regionalliga spielen ist ja schon mal schön. In der Oberliga, ne? Da das nicht so groß Roll spielt, ob jetzt da Bayern spielt, hier Leverkusen. Glaubst du? Komm, ich tippe jetzt mal wieder blau raus, 3-1. Mach mal einen Tipp, da mit deinem 3-1. Ich tippe heute mal ein 2-1, dem ich. Tippen auch 3-1 heute mal. 3-1. Der Kordler Jung. Gibt mir den Kordler Jung. Der ja, Moment mit Beats. Komm ran. Ich würde ganz klar sagen, das ist heute Geduld spielen. Man muss heute, schätze ich mal, bis zur 80, da 85 Minuten warten, bis wir vormachen. Echt? Ich sehe vor, wenn wir 1-0 gewinnen. Da bist du ja ganz pessimistisch. Ja, nee, so, ich denke mal, bei Querschnitt, das ist eine Mannschaft. Ich stehe mit 11 Mann hinten drin, man hat selber lange über Fußball gespielt und man hat selber gegen diese Mannschaft gespielt und man weiß, wie er ist. So, denk, ja, gut, also, hast du auch schon mal gegen Querschnitt gespielt? Ja, aber kein Fußball. Achso, Kronhol. Ja, gut. Also, denkst du, schmeißt. Also, du, 85 Minuten 1-0, sagst du, Bischof. Ja. Ja, können wir damit leben. Ja, bis dahin hat kein. Und wenn man das erreicht, dann möchte. 3-0. 3-0. 1-0, das ist schon. 1-0, 3-0. Ja, gut. Ja, okay. Haben wir ja alle Tipps heute mal ganz vielfältig, ne? Ja. Vier verschiedene Tipps. Genau. Dann für alle Follower. Wir sehen es mittlerweile auch bei Instagram, danke Micha. Ja, unser Techniker. Ja, könnt ihr uns auch followern oder wie heißt das so schön? Folgen. Ja. Abonnieren. Okay. Abonnieren. Ja. Und ich werde es am Spiel nicht mit da sind. Wieso? Ich muss auf den Geburtstag. Ja. Dann machst du deine Nachbetrachtung morgen. Ich mache meine Nachbetrachtung morgen Mittag um kurz nach 13.15 Uhr. Und ihr könnt ja noch Nachbetrachtung machen nach dem Spiel. Ja, ich halte dich mal der Kamera, dann müsste Michael halt mal nachvertragen. Genau. Michael, ne?
Michel und Michel. Der Fritzen und der Michel. Fritz in der Müller. Nee. Dann freuen wir uns A, ob wir schön spielen. Ja, unbedingt. Auf viele Tore. Ja. Auch hoffentlich, ja. Tore getippt haben. Kulisse ja, wird wahrscheinlich da sein. Ja. Und das Wetter stimmt. Die Stimmung wird bombastisch sein. Ja, ein paar Querschieder da, so 150 oder was. Ja. Ja, ist der alles eins ist, weiß. Alles weiß. Der einzige Mannschaft, die mal Fans mitgebracht hat bis jetzt. Ja, die ganzen Herren auch so schwarze Band drumherum mal ein Tor zu fahren. Ne? Nein, wie gesagt, unser Mischer setzt ja Mottofahrt in Weiß. Haben die, ja. Wie auch immer, aus Bierschild kommt oder aus der Brücke kommt, keine Ahnung. Sehen wir ja gleich. Ja, genau. Nee, ich stehe schon. Ja, mach ja nichts. Alles klar, Mischer. Okay. Ja. Ich stehe schon. Merci für deine Sätze. Ja, gern. Bis demnächst. Und also, immer wieder melden. Ja, ja. Ach, unbedingt. Ja. Jo, ist alles gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, Micha war schon ganz Woche kribbelig, ne? Hast du gesagt? Wir waren heute den ganzen Tag schon kribbelig. Ja. Ne? Moment. Lass doch gerade gucken. 13 nach. Momentaufnahme ist so, dass wir den ganzen Tag kribbelig sind, ne? Und freuen uns auf, dass endlich losgeht. Und das ist das Schöne daran. Ja, wie damals im Pokal, ne, wo wir alle schon ganz Woche kribbelig waren, dass es dann losgeht. Ne? Schalke, Dortmund und so weiter. Da waren wir schon so kribbelig, ne? Da hat Herz schon mal 20 Schlagen mehr. Ja. Gut, dann eine Stadt, ein Verein, eine Liebe, genau. Nur der SVE. Herm. Und der Raller. Und mich. Technik. Zurück in die Sendezentrale Hamburg. In die Funkhäuser. Oder dahin.